Oh nee, jetzt hätte ich beinahe, jetzt hätte ich beinahe mit meiner Vergangenheit angefangen. Wirklich, war kurz davor. Ich war so, die nee, Vergangenheit. Klingt so dramatisch. So. Ja, die Vergangenheit, das klingt so, als jemand umgebracht, oder? Ich verfrachte jetzt mal diese ganzen Maschinen zu uns. Ich wäre früher drogenabhängig gewesen. Ja, in gewisser Weise könnte man das ja fast sogar so nennen. Naja, ich war ja nicht abhängig. Ne? Ja. Doch, du warst von ihnen abhängig, aber du warst nicht abhängig. Stimmt, ich war von ihnen abhängig. Du warst von ihnen abhängig, so kann man das fast nennen. Und ich sehe gerade, warte, mein Raum unterteilt sich gerade, warum? Ach, Bedroom, der erkennt jetzt hier. Aber ich war nicht abhängig, so. Ja, genau. Ich war nicht süchtig. Genau. Aber ich war von ihnen abhängig, genau. Verrückt. Sprache ist doch was Tolles. So. Das ist doch was besonders die Deutsche, was ganz Feines ist, halt, du. Da geht mir immer das Herz auf, wenn ich die Grammatik höre. So, ich stelle jetzt mal ein paar Tische auf, ein paar technische Tische. Wir haben gerade beide gleichzeitig, also bei mir haben wir gerade beide gleichzeitig so gesagt. Ja, also ich glaube, bei mir war es ein bisschen versetzt, aber ja. Ja, kann ich mir bestimmt vorstellen, aber du, als ich sozusagen dein so sozusagen gerade angefangen habe, habe ich auch mal angefangen. Schön. Ist das schön so. Es ist sehr auffällig, dass ganz viele Folgen mit so anfangen bei mir, weil das halt so immer so etwas... gut, jetzt ist ein Thema vorbei und jetzt machen wir weiter. Das ist so, ein Trenner. Es kann sogar sein, dass es gepasst hat, weil wir nehmen ja ziemlich genau 20 Minuten auf, dass das gerade wieder mal so war. Ich weiß gar nicht, wie lang sind die Folgen? Ich habe jetzt noch 20 nicht so Minuten. 20 Minuten. 20 Minuten? Hast du noch ein bisschen. Die Life in the Woods Folgen, die waren noch ein bisschen länger, ne? Nee. Also, ich habe mich auf 20 Minuten eingependelt. Es kommt manchmal auch. Also, wenn wir wirklich so sehr themenorientiert reden, dann schnalle ich das auch ein bisschen zu. Dass man da nicht irgendwie mittendrin unterbrochen wird. Aber eigentlich habe ich mich immer versucht, so auf 20 Minuten einzupegeln. Ist ja sehr interessante Musik gerade. Ja, ich habe. Aber ist okay. Late Night Jazz ist das heute. Late Night Jazz. Nee, wirklich. Also, es hat. Ich finde schon echt krasse Podcast-Züge bei uns mittlerweile. Also, es ist. Ich muss irgendwie nochmal mein Wortspielgehirn anschmeißen und irgendwie nochmal einen coolen Podcast-Namen ausdenken. Weil Dumm und Dümmer ist halt so, haha, okay, gibt's schon einen Film und. Aber irgendwas müssen wir nochmal uns überlegen. Irgendwas. Ja. Du bist ja die Wort. Spielmaschine. Maschine, der richtige Wort, Spielmaschine. Also, man merkt es ja auch an den Titeln und die sind fast alle selbst ausgedacht. Manche sind ja auch mit diesen. Gibt ja so eine Wortspiel-Internetseite, wo man so Wörter eingibt. Also, ich muss zugeben, dass ich ganz. Es gibt ja so Reime-Maschine, so Internetseiten, dass ich manchmal da rein. Aber ganz, ganz selten nur. Ja, wie gesagt, also, die ganzen Titel, die sind alle. Manche sind ja nie. Qualitativ hochwertig, andere sind so ein bisschen so, ja, ne? Es ist halt war vielleicht schon ein bisschen später, aber. Das ist halt wirklich schwer, ne, wenn man sich überlegt, dass ich mir für jeden Scheiß, ich skippe dann ja immer sozusagen die Folge durch und guck mal an, so was könnte jetzt hier passen? Das ist auch nicht leicht. Ich guck mal ganz kurz. Warte mal, gucken wir mal. Ich will jetzt nicht wissen, wie viele Videos du hochgeladen hast und für jedes, also fast jedes. Wir gehen fast an die 1000, ne? Ich habe jetzt fast 1000 Videos hochgeladen. Das ist echt krank. Ja. Das ist echt doll. Also es dürften jetzt 960 oder sein ungefähr. Ich weiß nicht, ich habe ja schon öfters mal kurz gesagt. Ups, das war jetzt scheiße. Ungespielt Livestream gerade. Ich habe öfters schon mal kurz gesagt. Angeschnitten und dass ich die Videos sehr gut finde. Hast du schon mal ein Video von dem gesehen? Ich glaube eins mal irgendwann, ja. Dinge erklärt, kurz gesagt. Und ich habe ein, das heißt Plastikhölle, das ist 8 Minuten 46 lang, das ist sehr empfehlenswert, das Video. Und es macht halt einem schon echt Panik, weil man halt merkt, in dem Video wirklich halt wirklich diese Stimmung rübergebracht, dass uns nicht nur Klimawandel ist, sondern dass uns jetzt als zweites Riesenweltproblem der Plastik langsam über den Kopf wächst und dass es langsam in unserer Nahrung vorkommt und in uns Menschen und dass wir noch nicht wissen, welche Auswirkungen das auf das Erdgut hat, aber nachweislich sollen bestimmte Stoffe, die in Weichmachern drin sind, Männer mehr unfruchtbar machen. Also jetzt nicht so, dass sie komplett unfruchtbar werden, aber dass halt die Spermienqualität nach ist. Zum Beispiel. Und dass das und, keine Ahnung, vielleicht in 50 Jahren wird die Fortpflanzung totales Desaster. Warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken, arbeitet die Natur, in Anführungszeichen, gegen die Überbevölkerung. Ist das sowas? Nee, nicht.
Da habe ich übrigens auch ein sehr interessantes Video drüber gesehen, über die Überbevölkerung, auch von Kurz gesagt. Guck an. Und selbst die UNO selbst geht davon aus, dass die Weltbevölkerung nie stagniert, über 12 ne? Milliarden ja. wird. Habe ich auch immer gesehen, weil gehört. Weil es unmöglich ist, weil es nämlich, weil nämlich jetzt nämlich gerade noch die ganze Babyboomer-Generation lebt. Ja. Und vor allem auch in Deutschland, also gibt's ja jetzt ja eher die Babyboomer-Generation, ist ja, sag ich mal, ein westliches Phänomen. Und es gibt da irgendwie jetzt so ganz genau, weiß ich jetzt nicht mehr aus dem Kopf, aber es gibt ja so ein 4 Phasen. Oh, sehe ich in alle Videos für mich? Ich glaube, du meinst die 4 Phasen der Bevölkerungsentwicklung, oder? Kann das sein? Meinst genau. du das? Das hatte ich mal in Geo, ist schon länger her, kann ich dir auch nicht mehr sagen. Aber das wirst du auf jeden Fall noch bekommen. Wahrscheinlich in der Zukunft. Aber das haben die auch dort erwähnt. Warte mal, wie viele Videos hast du jetzt hochgeladen? 960. Du musst einfach meinen Namen eingeben und dann, also bei YouTube, und dann steht da so eine kleine Kanalinfo. Ich bin auf der Kanalinfo-Statistiken. Warte mal, ich mach das mal selber, ganz selbstverliebt. Bin ich dumm? Nein, jetzt habe ich den YouTube. Ah, stopp! Jetzt habe ich den Bot. So, ist wieder da, ja. Warte, ich mach mal. Komm, ja. Ich meine die Übersicht. So, 985 habe ich. 985, gut. Alter, 985. Ich müsste dann das 1000. Video, müsste ich mal machen. Vor allem, wir wissen ja auch nicht, du hast jetzt auch noch einige noch nicht hochgeladen und so weiter und so fort. Und ich glaube fast, dass die sogar schon mit drin sind. Das ist eine gute Frage. Naja, gehen wir mal, ist jetzt auch überhaupt nicht wichtig für Videos. Und deshalb, Plastik wächst uns über den Kopf und wird irgendwann wahrscheinlich überall zu finden sein. Und was ich auch total schockierend fand, wenn man eine Stofftüte benutzt, also aus Baumwolle, ne, nicht aus Plastik, dann muss man die 7200 Mal benutzen, damit der Energieaufwand sich genauso lohnt, wie wenn man eine Plastiktüte einmal benutzt. Weil das ist halt das Problem. Plastiktüten sind eigentlich, jetzt abgesehen vom Müll her, unglaublich gut für die Umwelt. Also Energieaufwand ist wirklich fast das absolute Minimum, ja. Und auch so Wasseraufwand und so weiter, weil für Baumwolle brauchst du ja unglaublich viel Wasser und unglaublich viel Gift und so weiter. Das heißt, das ist eigentlich Plastik, sag ich mal, total gut für. Ey, Jonah, darf ich mal ganz, ganz, ganz kurz zwischenhaken. Und zwar dieser Raum hier, ne, der sozusagen direkt über der Straße ist, der jetzt hier so ein bisschen Licht durchflutet ist. Wollen wir den vielleicht küren als so einen kleinen Lagerraum mit Truhen? Dass man vielleicht auch so ein paar Sachen, die nicht im Lager selbst sind, also die gar keine, du kannst ja zum Beispiel, hast du schon mal gemerkt, Holzblöcke kann man nicht in Truhen packen, das geht nicht. Die müssen in Lagern sein oder Erde und sowas, aber die ganzen Items, dass man die vielleicht sogar aus den Lagern rausnimmt, um... Soll ich mal Holz fällen und ein paar Truhen in die Pipe hauen? Kannst du gerne machen. Ich habe tatsächlich gerade mal eine Truhe schon mal gemacht. Ist das mein Wagen? Ja, mache ich. Dann gehe ich gleich, dann mache ich gleich mal vielleicht so 5, 6 Truhen. Weißt du, wie bei Leon, ne? So übereinander gestapelt. Genau. Genau. Und genau, also da habe ich auch so gedacht, boah, das klingt schon ziemlich beschissen, ne? Ja. Also. Krank. Ja, wir steuern echt auf eine beschissene Zukunft zu, ne? Damals, ich meine, damals so vor 30 Jahren, vor 40 Jahren, da war Kalter Krieg, da war die Gefahr, sag ich mal, wenigstens noch, ist nicht so blöd, also da war sie noch kontrollierbar, weil da konnte der Mensch noch sagen, nö, oder, yo. Also wie viele Bäume jetzt hier gewachsen sind, die sind aus allen Setzlingen sind jetzt Bäume gesprossen. Das ist schön. Und jetzt stehen so viele junge Bäume und dafür könnt ihr jetzt natürlich keinen Fame, das ist ja totale Holzverschwendung. Muss ich erstmal ein kleines Stück laufen, da hinten sind die Bäume. Und das Problem ist halt, dass wir jetzt keine Kontrolle mehr darüber haben. Und das Problem ist auch, das meiste Plastik kommt aus 10 Flüssen, was halt auch die Meere veruntreut. Also das größte Problem für uns Menschen ist, wenn wir Plastik übers Wasser und dann durch die Fische, also in Pflanzen ist das natürlich noch nicht zu finden, auch nicht in Tieren, die Pflanzen, die wir auch essen würden, theoretisch essen. Das heißt, das meiste ist halt, wenn man Fisch isst. Ja. Da nimmt man das meiste Mikroplastik auf. Und das meiste Mikroplastik gelangt durch allein 10 Flüsse in Asien und Afrika, 6 in Asien und 10, also es sind halt die großen Flüsse, weißt du, die in China und in Indien und so weiter. Und will man gar nicht wissen, was da abgeht, Alter. So unglaublich verdreckt. Also allein in einem Fluss kommen irgendwie 30 Millionen Tonnen Plastik pro Jahr ins Wasser. 30 Millionen. Ein Fluss in China. Ja. Wo ich mir halt auch echt denke, wie kommt der ganze Scheiß da eigentlich rein? Also was verzapfen die denn da, dass da so viel beschissenes Plastik rein? Ich denke mir so, kann man nicht auch irgendwie einfach so...
also natürlich geht das eigentlich nicht wegen Fische und so weiter und wegen Arten und so weiter, so Netze davor spannen und dann wird das ganze Plastik da rausgefiltert. Dann staut sich das einfach so ein bisschen in die Städte, das Plastik in den Flüssen, weil das Wasser durchgeht, aber also das Plastik ist, nicht. Da habe ich mir so gedacht, das ist so unnormal krank, oder ja. Sind einfach die Chinesen so unglaublich arrogant, dass sie einfach ihren ganzen Scheiß in den Flüssen abladen? Ja, es sind ja nicht nur die Chinesen, aber auf jeden Fall sind ja. Die ganz gut. Also dabei. Was auch ein großes Problem ist, ganz viel kommt ja auch durch die Schifffahrt, also durch die industrielle und auch durch die Kreuzfahrt, weil die halt, also besonders die Leute, die halt auf Containerschiffen arbeiten, da sind ja auch die Crew nicht so groß und die haben halt oft keinen Bock, ihren ganzen Müll zu verbrennen. Ja. Und haben auch keinen Bock, den ganzen, also wenn sie ihn im Hafen entsorgen, kostet das natürlich unglaublich viel Geld. Das ist halt auch so ein Problem. Wieso kann man sowas nicht einfach kostenlos bereitstellen? Das würde viel weniger Probleme machen. Wenn man den ganzen Müll einfach kostenlos im Hafen entsorgen könnte, dann wäre das kein Problem. Ja. Aber natürlich möchte das keiner bezahlen. Und jetzt müssen sie natürlich 10-mal so viel für den gleichen Müll ausgeben, indem sie den halt aus den Meeren fischen. Das ist total beknackt eigentlich. Ich finde sowieso eigentlich Kreuzfahrtschiffe allgemein irgendwie total pervers. Das sind echt die größten Drecksschleudern. Ja. Es ist, ne, man denkt natürlich so, also aus der Urlaubssicht ist es natürlich total praktisch, weil man kann ganz viele Orte gleichzeitig sehen und hat trotzdem ein schönes, eingerichtetes und gutes Zimmer und so weiter. Ja. Aber es ist, Kreuzfahrtschiffe verbrauchen unglaublich viel Sprit. Also das ist unglaublich. Ja. Ich hab mal gehört, ich weiß, das kann auch irgendwie, also da habe ich jetzt keine sichere Quelle. Ich glaube, ich weiß, was du sagst, aber ich kann direkt dazu sagen. Aber es ging nicht um Kreuzfahrtschiffe, sondern um Frachtschiffe. Dass das größte Frachtschiff irgendwie mehr, dass die 10 größten Frachtschiffe irgendwie mehr Treibhausgase ausstoßen sollen als alle Autos in Deutschland an einem Tag oder irgendwie so, also okay. so richtig viel, ne? Also diese Statistik habe ich mal gehört, auch, und zwar ähnlich, und die hieß, glaube ich, die 7 größten Kreuzfahrtschiffe sind umweltschädlicher als alle Autos der Welt. Das hat irgendwie mal der Nabu, glaube ich, irgendwo mal gedroppt. Das ist aber natürlich eine sehr, sehr unsaubere Aussage. Es bezieht sich dabei, glaube ich, um die, um die Stickoxide, glaube ich. Ja, genau, weil das heißt ja immer, eine Ausstöße, da kann auch andere Sachen sein. So, genau, und also aber Scheiß rein. Jetzt Statistik hin oder her, ist einfach trotzdem unfassbar, was die produzieren. Einfach, ja, und wie viel, wir hatten noch ganz viel Holz, ist egal. Und genau, es ist echt, also ich bin noch nie Kreuzfahrtschiff gefahren. Ich auch nicht, und das werde ich auch nicht. Ich kenne auch einige, die schon öfters Kreuzfahrtschiff gefahren sind. Ich kenne sogar einen aus meiner Klasse, dessen Vater arbeitet bei der AIDA. Also der arbeitet nicht auf einem Schiff, sondern der bildet Schiffsoffiziere aus für Kreuzfahrtschiffe. Und ich habe auch schon mal mit dem darüber geredet, der ist ja natürlich total steil gegangen, weil ihn das natürlich persönlich jetzt angreift, wenn man halt über seinen Vater so redet und dass man halt sagt, dass seine Branche halt eigentlich der totale beschissene Müll ist. Ja. Und das ist halt echt, also kann ich natürlich nachvollziehen, das ist nämlich auch einer der Diskutierfreudigen und einer, mit dem man anstrengend diskutiert. Okay. Jetzt weiß er natürlich jetzt auch genau, wen ich meine. Genau du bist gemeint, Peter, genau du. Genau, Peter. So. Und ich wollte Truhen bauen, das weiß ich, genau, Truhen, da. Oh, scheiße, ich habe die Dings umgebaut, deswegen habe ich das falsch. Ja, und worauf wollte ich jetzt hinaus? Genau, Kreuzfahrtschiffe, also fahrt kein Kreuzfahrtschiff, fliegt nicht in den Urlaub mit dem Flugzeug, habe ich ja schon erzählt. Ja, das hatten wir schon. Ja, wer das alle mit dem Auto dorthin fahren. Also, wobei, ich überlege gerade, ob Flugzeugfliegen besser ist als Kreuzfahrt, aber da weiß ich überhaupt nicht. Also da kann ich jetzt keine Aussage zu treffen. Gute Frage. Da will ich jetzt auch nicht irgendwie spekulieren. Vor allem, wie willst du das vergleichen? Willst du das auf die Zeit rechnen oder auf die Entfernung? Das ist, glaube ich, eine gute Frage. Es gibt auch in Deutschland, Schweiz, Österreich schöne Ecken und man kann auch, ich glaube, es ist auch noch in Ordnung, wenn man, keine Ahnung, mit dem Auto nach Schweden oder nach Norwegen oder so fährt. Ist auch noch okay. Da hält man es auch aus, ja. Genau, da ist es auch, gibt's auch ein, zwei schöne, ruhige Ecken. Also ich persönlich bin, wie gesagt, einmal etwas südlicher geflogen nach Israel. Und das war auch echt cool und toll und ich würde unglaublich gern eigentlich nochmal dorthin. Aber ich weiß, was es der Umwelt antut und ich glaube, ich würde deswegen nicht. Also ja, krass, wirklich. Ich finde, das ist, weil halt genau diese Einstellung, ja, einmal geht halt noch und dann ist halt einmal,
genau das ist das Problem. Das ja. ist halt das Problem. Dass auch die Leute, die eigentlich sich auch Gedanken darüber machen, halt so ein bisschen so... Weißt du? Ja, verstehe. Und ich glaube, das ist das Problem. Und ich glaube, da wäre jetzt Ruven auch ein schöner Partner, weil Ruvens Familie auch öfters auch in den Urlaub fliegt, weiß ich. Also ich muss zugeben, dass ich das natürlich... dass ich das auf jeden Fall alles nachvollziehen kann und so weiter. Aber ob ich mir sozusagen das in Anführungszeichen das Reisen verbieten würde, da wäre ich, glaube ich, würde ich zweimal überlegen. Also, was ich auf jeden Fall nachvollziehen kann, wenn es darum geht, jetzt sozusagen Inlandflüge. Das ist eigentlich sowas, ist eigentlich schwachsinnig. So etwas, wenn man jetzt auch geschäftlich unterwegs ist, später vielleicht mal, wenn wir arbeiten, irgendwo heftig, dass man das irgendwie, keine Ahnung, dass man... Ne, du als Manager, ne? dass man sich da irgendwie was überlegt einfach. Aber ich glaube... Bahncard 400. Genau, du kriegst einfach noch was, wenn du fährst. Das weiß ich nicht, aber sozusagen das Urlauben komplett mir zu verbieten, da weiß ich nicht, ob ich vielleicht ein bisschen zu eitel, ist das richtige Wort? Weiß ich nicht. Ob ich mir ein bisschen zu fein für wäre, sozusagen. Ja, ist ja nicht Urlaub, ist ja nicht verboten, aber muss halt gucken, wie du halt hinkommst, ne? Ja, ich meine, solange man jetzt nicht übertreibt... Und, genau, also sagen wir mal so, man drosselt so auf einmal, sind wir mal gnädig, einmal alle 20 Jahre. Nein. Also, aber wie gesagt, ich glaube, dass die Einstellung halt so, einmal ist nicht so schlimm, dass das halt auch schon schlimm natürlich, ist. Also natürlich. Also keine Ahnung, wenn man jetzt zum 50. Geburtstag, sage ich mal, eine Reise nach Neuseeland oder so geschenkt bekommt, dann ist das nochmal was anderes. Oder wenn es ein Lebenstraum ist, sage ich mal, zu einem ganz bestimmten Ort hinzufliegen. Aber wenn es der Lebenstraum ist, durch die ganze Welt zu reisen, ist das nochmal was anderes. Muss man sich das halt nochmal genauer überlegen. Kleine Zwischenfrage, hast du irgendwo... Ach nee, hat sie erledigt. Und ich weiß nicht, du kennst doch bestimmt Harald Lesch, ne? Natürlich. Also ich habe noch nicht viel von dem geguckt, tatsächlich, aber... Naja, darum geht's auch gar nicht. Es geht auch nicht um seinen YouTube-Kanal. Ach so. Ich hab mir einen Vortrag von ihm auf YouTube angesehen, also der ist ja auch Professor für irgendwas. Okay. Und, aber das war auch jetzt, glaube ich, nicht in der Uni, sondern irgendwo anders. Und er hat gesagt... Jonah, mal ganz kurz, ich krieg gerade Besuch. Herein, bitte. Liebe Grüße von meiner Schwester, Junge. Oh, jetzt, warte. 1, 2, 3, hallo Jonas. vielen Gruß, wollte ich gerade sagen. Bist du eigentlich doch da, Junge? Hallo? Jetzt hat er keine Lust mehr. Er läuft hier durch die... Hallo? Okay, ich rede einfach mal. Habe ich mich noch gemutet? Nee, habe ich nicht. Jona? Hallo? Naja, ich tue euch... Warum? Habe ich ihn jetzt unterbrochen? Jetzt ist er bestimmt eingeschnappt. Okay, wer weiß. Kann ich hier was in den Chat schreiben? Warte mal. C. Hallo? Fragezeichen. Wahrscheinlich, der sieht er wahrscheinlich sowieso nicht. Leute, jetzt schreibt er was bei Discord, ja? er kann auch hier schreiben. Ist das geil. Ja... Ist das geil. Er schreibt auf Discord, ich schreibe hier. Ah, toll. Schön, dass es funktioniert. Hallo? Ja, jetzt bist du wieder da. Komisch. Irgendwas war mit meinem Mikro los. Ich weiß auch nicht. So, hast du mich gehört? Liebe Grüße von meiner Schwester. Die war gerade kurz drin. Ja, ich habe das alles gehört. Ich habe dich die ganze Zeit gehört. Es war okay. Nur, ich konnte nur kurz sprechen. Okay. Aber ich wollte jetzt nochmal sagen. Ja, erzähl weiter. Vortrag Harald Lesch. Er hat halt gesagt, wenn es umwelttechnisch noch nicht zu spät ist, also vielleicht hat er auch ganz, also er hat schon sehr stark schwarz gemalt, sag ich mal. Ja. Aber wenn es umwelttechnisch noch nicht zu spät ist, dann wird es spätestens in 3 bis 5 Jahren. Also wenn man bis dahin nicht ordentlich was verändert, ist es dann zu spät. Und dann vielleicht auch was, einfach was heißt denn und dann, hinlegen also, und dem ach so. Untergang der Welt entgegengucken. Also okay. Dann wird es so schwere Folgen haben, dass es wahrscheinlich unglaublich... Also wenn wir bis jetzt nicht, also ich sag mal so mittelstark ändern, dann werden wir unser Leben bis dahin... Dann werden wir danach unser Leben so stark verändern müssen... Dass es halt kein Leben mehr wie vorher ist, so wie wir es jetzt kennen. Okay, krass. Also, ich meine, jetzt siehst du, dass jetzt die Anarchie ausbricht und
die Leute sich in der, vor, auf den Straßen das Fleisch von der Haut reißen. Ja. Ich mein mehr so, dass man halt komplett, dass es so scharfe Gesetze gibt und dass man halt den ganzen Lebensstil umstellen muss und so weiter. Und ja. Das ist wahrscheinlich Weltwirtschaftszeug und alle sind total vorsichtig und dann Depression und so, der ganze Scheiß, der dann natürlich noch mit dran hängt. Sollte man also vorher sich was überlegen, bevor es zu spät ist.